Und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Islamische Theologie an der Universität Münster. Mein Interesse und Forschungsschwerpunkt ist die mystische Tradition des Islams, vor allem ihre Epistemologie. Mit der islamischen Mystik kam ich zum ersten Mal sowohl theoretisch als auch einigermaßen praktisch während meines Studiums in Sarajevo in Berührung. Seitdem beschäftige ich mich mit dem Sufismus, der mich mit seinem reichen spirituellen Erbe immer wieder aufs Neue fasziniert und inspiriert. Mein Schwerpunkt liegt dabei in der Erforschung der klassisch formativen Phase des Sufismus, sprich von ca. 8. bis 11. bzw. 12. Jahrhundert. Nun zu den zwei Fragen. Erstens, was macht mystischen Glauben im Islam aus und wie wird er praktiziert? Wenn ich diese eigentlich komplexe Frage in Kürze beantworten muss, dann würde ich hierzu drei Aspekte, vor allem drei Aspekte explizieren. Erstens, ein stark ausgeprägtes und intensives Bewusstsein für die Transzendenz. Ein tiefes Bewusstsein für die göttliche Erhabenheit und Allgegenwärtigkeit. Ein mit Schleiermacher gesagt, Sinn für das Unendliche. Ein mit Rudolf Otto gesagt, Gefühl für das Numinose. Ein, wie muslimische Mystiker sagen würden, Geschmack von der Nähe Gottes, Ad-Dawq auf Arabisch. Das Wesen des mystischen Glaubens ist somit meiner Meinung nach die unmittelbare innere Erfahrung des Transzendenten, des Göttlichen. Es ist also ein Glauben, der nicht bloß auf überlieferten Dogmen beruht, sondern seine Kraft aus individuell existenzieller Erfahrung schöpft. Zweitens würde ich hierzu folgendes Element explizieren, nämlich die Anerkennung und Hervorhebung der inneren Bedeutung der Religion. Sei es in der Lektüre der heiligen Überlieferung oder in religiöser Praxis, die muslimischen Mystiker erkennen und betonen die innere, ja esoterische, Batin, esoterische Dimension ihrer eigenen Religion. So kommt es beispielsweise nicht nur auf die physische Verrichtung des Gebets an, sondern auch und vor allem auf die Anwesenheit des Herzens bzw. des Geistes. Und drittens, die Selbstüberwindung. Die Selbstüberwindung als jene Komponente, die zur mystischen Erkenntnis und Glaubensgewissheit führt, die in der islamischen Mystik immer ein Ergebnis der spirituellen Läuterung und Selbstdisziplin ist. So gilt auch im Sufismus, dass die Via Purgativa eine Grundvoraussetzung der Via Illuminativa und eventuell der Via Unitiva ist. Also kurzum, die drei Wesensaspekte, die drei Grundelemente, die den mystischen Glauben im Islam ausmachen, sind mystische Erfahrung, unmittelbare, metarationale mystische Erfahrung, esoterische Deutung und Selbstüberwindung bzw. Selbsttransformation. Was das Sufismus als islamische Mystik jedoch vielleicht spezifisch macht, ist die Tatsache, dass er klassisch gesehen nicht nur einen spirituellen Weg, Tariq oder Suluk, sondern auch eine Wissenschaftsdisziplin darstellt, die über diesen Weg reflektiert. Die Wissenschaft des Sufismus, Ilm al-Tasawuf, ist somit die Wissenschaft von spirituellen Stationen und Zuständen, Maqamat wa Ahwal, sowie von mystischen Erfahrungen und mystischen Erkenntnissen. Sie ist also eine Wissenschaft mit eigenem Gegenstand, mit eigener Terminologie und mit eigener Epistemologie. Nun zur zweiten Frage. Inwieweit mündet der Weg der Sufis in einen interreligiösen Kern aller Religionen und bietet sich daher für interreligiöse Begegnungen und Bemühungen an? Der Sufismus als islamische Mystik weist viele Ähnlichkeiten mit anderen mystischen Traditionen auf. Diese umfassen sowohl spirituelle Praktiken wie beispielsweise
Achtsamkeit, Gottgedenken, Kontemplation, Askese, als auch spirituelle Zustände wie Ekstase, mystische Enthüllung, Liebe und Ich-Entgrenzung oder Erfahrung der Selbstentwertung. Fana auf Arabisch. Und aufgrund eben dieser grundlegenden Techniken und Erfahrungen, die auch in anderen spirituellen Traditionen bekannt sind, bietet sich der Sufismus sehr wohl für interreligiöse Begegnungen an. Außerdem gründet der sufische Ethos auf universellen Tugenden wie Altruismus und Selbstbeherrschung und findet seine letzte Verwirklichung in spirituell-religiöse Vervollkommnung des Menschen, was im Islam als Ihsan bezeichnet.